Hallo ihr Lieben, gestern habe ich eine neue Veränderung bekommen, sechs meine Haare, eine neue Haarfarbe mit Pure Pigment und heute wird die große Veränderung kommen. Seid gespannt. Also ich zeige es mal so. Und hier bin dann also voll und gerade, ja. Ja, das ist wahrscheinlich bis hierhin. Mhm. Und aber alles auf eine Linie. Genau. Wundere dich nachher nicht, wir lassen es ein bisschen länger. Ja. Weil wenn man sitzt, ist man ein bisschen mit der Schulter weiter genau. Oben und dann, wenn man steht, dann ist es weiter oben. Ja. Ihr seht, habe ich jetzt endlich schöne, gesunde Haare bekommen. Also, ich habe damals in verschiedenen Betrieben gearbeitet. Ich habe meine Friseurausbildung angefangen. Dann habe ich mich entschieden, beim Valley anzufangen, meine Ausbildung dort zu beenden. Habe dann auch ein paar Jahre beim Valley gearbeitet. Und 2013 haben wir uns dann selbstständig gemacht, mein Lebensgefährte und ich. Wir haben uns ein Tattoo-Studio eröffnet, ohne Termine, mit und ohne Termine. Work-in Tattoo Ludwigsburg war unser erster Stop. Ja, das mit Instagram. Instagram war es so, dass es eigentlich nicht von meiner Sicht aus geplant war, dass ich Bloggerin sein wollte. Also, dass ich gesagt habe, gut, ich will jetzt Bloggerin werden. Sondern es hat sich bei mir einfach so ergeben, dass ich dann angefangen habe, Bilder hochzuladen, wo ich dann auch viele Leute begeistert habe. Und dann habe ich angefangen, so Fashion-Bilder hochzuladen und da ging einiges hoch bei mir, ja, wo ich dachte, echt, ich kann Leute doch noch inspirieren mit meinen Aufnahmen.